Halt dich aus meiner Beziehung raus, hörst du? Sonst lebst du mit den Konsequenzen, hast du mich verstanden? I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, babe, I made you look, I made you look. Nee, weiß ich nicht. Ist das meine Nummer? Ja, bist du meine Nummer? Kann ich hell sehen oder? Hast du noch hey, ja, was? Was denn? Da ist Scheiße! Steht da dein Name drauf, ja oder nein? Schaden. Was ist mit euch? Ja oder nein? Was mit uns ist? Ja oder nein? Der Testosteronapfel frisst meinen Joghurt auf. Ja oder nein? Ja, frisst. Es ist ein Joghurt, okay? Ihr braucht ja nicht um... Das kann doch nicht sein, Alter. Nico, hier ist noch ein bisschen was drin. Oh, wow. Ist das dein fucking Ernst? Jetzt nicht mehr. Ein kleines Kind, wirklich. Du bist lächerlich. Stell dich nicht so an. Was hast du gesagt? Hör auf jetzt. Ey, wenn du mich nicht verstehst, Alter, dann solltest du deine Ohren kontrollieren lassen. Du bist doch Arzt. Das soll ich mir gefallen lassen, oder? Hör jetzt auf, okay? Ach, scheiße, Fred. Chico. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht mein Ernst? Wegen so was Stress? Sorry, es geht halt einfach nicht. Ja, geht's auch nicht. Scheiße. Warum kannst du dich nicht irgendwie zusammenreißen? Ich mich zusammenreißen? Ja, du weißt doch, dass Chico manchmal ein bisschen kindisch ist. Und dann bleibst du doch wenigstens auf dem Boden. Ja, Schatz, aber das ist genau eben der Punkt. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit irgendwelche Kompromisse anzugehen. Und es geht mir nicht um diesen scheiß Pudding. So, es geht mir darum, dass ständig hier irgendetwas ist. Mhm. Deine Mitbewohner hassen mich. That's fact. Also, und ich wüsste nicht, was irgendwie passieren sollte, damit sich das ändert. Ja, irgendwie müssen wir es hinkriegen. Ich meine, wir leben hier in einer WG, darauf hast du dich eingelassen und jetzt müssen wir es irgendwie hinbekommen zusammen. Ja, aber das ist es ja. Ich wollte mit dir über was reden. Okay, ich platze jetzt aber mit der Tür ins Haus. Ich habe einen Makler eingeschaltet und ich gucke gerade nach einer Wohnung. Ich meine, dadurch, dass meine jetzt durch den Vorbuch nicht bewohnbar ist, kann ich halt jederzeit kündigen. Und ich wollte, wie gesagt, mit meiner Tochter in eine schöne neue Wohnung ziehen, einfach um Ruhe zu haben. Hey, gut zu wissen, dass ihr ausziehen wollt. Also Schatz, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mitkommst. Und ich wollte dich fragen, ob du nicht Lust hast, mit mir zusammenzuziehen. Ich weiß, es ist früh. Aber du musst auch nicht jetzt entscheiden. Guck mal, ich guck mir die Wohnung heute an. Und wenn du magst, komm gerne mit, schau sie dir an, schau, wie du dich fühlst. Und wenn es passt, dann passt es. Und wenn nicht, dann nicht. Aber dann haben wir endlich die Möglichkeit, das zu sein, was wir sein wollen. Eine glückliche Familie. Guck mal, niemand mehr, der uns anschreit, der uns stört. Ganz weg haben, wenn wir wollen. Shirin hat ihr eigenes Zimmer. Ich bin gerade noch ein bisschen überrumpelt, ehrlich gesagt. Ich meine, du hättest auch mal ein bisschen eher mit mir darüber sprechen können, bevor du alles schon in die Wege leitest. Lene, guck mal, ich habe das primär erstmal für mich gemacht, weil ich an mich und meine Tochter denken muss. Das hier, stell dir mal vor, diese Streits sind vor ihr. Also das, ich verstehe dich. Du musst es nicht jetzt entscheiden, okay? Guck dir die Wohnung an und wenn du dich danach fühlst, dann machen wir das. Und wenn nicht, dann suchen wir eine andere Lösung. Wir finden schon was. Anschauen kann ich sie mir immer. Okay. Gut. Irgendwann will ich ja auch richtig mit Kaspar zusammenziehen. Aber ich weiß einfach nicht, ob es jetzt vielleicht noch zu früh ist. Ja. Kommen Sie doch nochmal hier rein. Oh, die Wohnung ist der Wahnsinn. Wirklich. Wunderschön hier. Ja, das sieht man Ihnen auch im Gesicht an. Aber möchten Sie sich die Wohnung vielleicht auch noch mal kurz ohne mich angucken? Ja, steht nichts dagegen. Ja, dann würde ich doch sagen, wie sehr haben Sie mir Unterlagen mitgebracht? Schauen Sie gerne rein. Dann würde ich sagen, ich mache die Sichtung der Unterlagen. Sie können derzeit sich hier gerne entfalten, die Wohnung noch mal angucken und dann können wir gleich noch mal sprechen, wenn es in Ordnung ist. Okay, danke. Schön hier. Schön, oder? Geräumig.
Und mega geil, dass hier sogar alle Möbel drin bleiben. Ich meine, die Einrichtung ist echt schön. Okay, ein paar Kleinigkeiten könnte man verändern. Ja, da, auf jeden Fall. Das Schlafzimmer, unser eigener kleiner Bereich. Wir haben direkt den Park gegenüber, einen Balkon. Die Lage ist perfekt. Eigentlich ist alles perfekt. Alles perfekt, ja. Ich weiß, am Anfang war ich ein bisschen überrumpelt, aber ich fühle mich schon richtig wohl hier. Ich kann es mir wirklich vorstellen, mit euch zwei dann zu wohnen. Komm, du kannst in Ruhe aufstehen, frühstücken. Mhm. Keiner, der uns nervt. Komm, mach mal für rein. Kleiner Tageszimmer. So perfekt. Ich weiß, ich wollte es nicht drängen, aber worauf noch warten, Leonie? Die Lage ist top, die Wohnung ist super. Also wann kriegen wir noch mal so ein Objekt auf den Markt? Schon. So hell und geräumig. Es ist einfach so schön hier, wirklich. Ich weiß auch nicht, die Wohnung hat einfach was. Schön, oder? Voll. Und? Mhm. Ja? Mhm. Ja? Mhm. Sorry. Entschuldigung, nein, ich nehme alles gut. Ich möchte die junge Liebe auch ungern nur stören. Aber haben Sie schon mal Gedanken gemacht? Das kann man so sagen. Ja, wir nehmen die Wohnung. Sie werden die Wohnung nehmen. Ja, Herr Weingart, ich habe mir Ihre Unterlagen auch angeguckt. Ich denke mal, als Chirurg sehe ich da auch nicht so viele Probleme. Ganz wichtig ist, die Wohnung wäre aber schon ab nächster Woche bezugsfrei. Wäre das für Sie dann auch in Ordnung? Ja, das können wir auch morgen schon einziehen. Also. Das wäre möglich bei Ihnen? Ja, super. Ja, absolut. Dann würde ich sagen, wenn es in Ordnung ist, behalte ich die Unterlagen, würde den Mietvertrag soweit fertig machen und mich dann im Laufe des Tages bei Ihnen melden, dass wir dann so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen machen können, wenn das in Ordnung ist für Sie. Ja. Super. Sehr sogar. Ja, wenn Sie möchten, können Sie gerne noch mal hier oben bleiben. Ich würde schon mal runtergehen und muss noch ein paar Telefonate führen und dann sehen wir uns gleich unten, wenn es in Ordnung ist für Sie. Bis gleich. Wunderbar, bis gleich. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Danke, danke. Sehr, sehr gerne. Oh, das ist unser neues Haus. Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt, weißt du was? She wanna know. Hallo! Leute! Leo! Okay! Wo warst du die ganze Zeit? Ihr wart von uns? Ja, genau, deshalb. Ja, ich würde sagen, dann legt doch mal die Karte auf den Tisch. Ja, ich. Was ist passiert? Ich hau's ein bisschen einfach so raus, wie es ist. Kasper und ich wollen zusammenziehen. Also das heißt, ich ziehe hier aus der WG aus. Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen plötzlich, aber wir haben die perfekte Wohnung gefunden. Die ist so schön. Wirklich, ich muss euch Fotos zeigen. Was ist dein Ernst? Du kennst diesen Typ hier kaum. Hallo? Paco? Ja? Hast du dir das gut überlegt? Okay, wow, Leute, könnt ihr euch ein bisschen für mich freuen? Ja, ich hab's mir gut überlegt. Also nein, hast du nicht. Das ist viel zu früh. Und das hier ist dein Zuhause, okay? Du gehörst hierher mit uns. Du kannst mich doch einfach nicht so verlassen. Paco, ich bin noch nicht aus der Welt. Hallo, wir machen doch trotzdem noch ganz viel dann zusammen und so. Und ich komme euch besuchen und alles. Aber außerdem, ich weiß nicht, ich hab's dir ja schon mal gesagt, momentan so, mir ist meine kleine Familie einfach echt wichtig geworden. Und ihr merkt doch selber, wie das hier momentan ist, Leute, oder? Das ist doch kein Zustand, so wie wir vor allem Forscherien, so, das geht so nicht mehr. Wir brauchen einfach, fällt alle ein bisschen Abstand wieder zueinander, dann ist auch wieder alles schön. Und ich komme mich ganz oft besuchen. Hm? Ich dachte, dir wären wir auch wichtig. Seid ihr doch, hab ich doch gerade gesagt. Ja, und du willst einfach so abhauen. Leonie, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, es ist ein Fehler. Oh. Ich persönlich finde es auch übertrieben früh. Also zu früh. Ja. Verstehst du? Leute, ist das euer Ernst? Was seid ihr für Freunde? Ich liebe sie über alles und ich will einfach nur das Beste für sie. Und wenn ihr... Nein! Guck mal, anstatt sich für sie zu freuen, macht ihr ja alles madig. Was soll denn das? Ihr seht doch, wie glücklich sie gerade mit der Wohnung ist. Die sind einfach nur ein bisschen überrumpelt. So. Das ist, ja, überrumpelt. Wir sind nicht überrumpelt, du bist einfach blind. Okay, ich glaube, jetzt eskaliert das Ganze hier gleich wieder. Deshalb, vielleicht besprechen wir das nochmal ein anderes Mal, oder? Komm, ja. Geh in mein Zimmer. Wow, ich hab mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Freude, dass ihr, weiß ich nicht. Ich weiß, wenn du weggehst, kann ich dich nicht beschützen, oder? Beschützen? Okay, ja, vor allem unberechenbar. Wir gehen in dein Zimmer, okay? Wow. Komm, das eskaliert hier sonst. Something
things you can't think for. Nun scheiße. Ich leide echt darunter, dass es mit Paco und den anderen gerade so verzwickt ist. Warum können die sich nicht einfach für mich freuen, dass ich mit Kaspar so glücklich bin? Hey. Hi. Sollen wir reden? Gerne, würde ich auch gerade sagen. Pass auf, Leo. Ich hab's vorhin nicht böse gemeint. Das Ding ist nur, ich mache mir extrem Sorgen um dich. Und das mit Kaspar und dir, es geht einfach alles zu schnell, weißt du? Es ist alles so überraschend und plötzlich und ich glaube, das wird dir nicht gut tun. Und ich meine, vielleicht können wir so eine Lösung finden. Wir alle zusammen hier in der WG. Und du machst dir nochmal Gedanken und, weißt du, lass dir einfach ein bisschen mehr Zeit. Du bist echt süß, dass du dir so Gedanken machst und so. Und das tue ich auch wirklich. Ich weiß nicht. Vorhin, das war alles so perfekt, die Wohnung war so schön, ich war so voller Euphorie und dann habe ich mich so mitreißen lassen. Aber wenn ich genauer drüber nachdenke, dann ist eigentlich auch jemand zu Hause hier in der WG mit euch zusammen und jetzt bin ich so total... Hey! Hey! Sorry, das ist ein bisschen länger gedauert, aber ich habe alle Zutaten jetzt bekommen. Perfekt, dann können wir gleich weiter... Komm. Genau. Willst du mitessen? Nee, danke. Ich hab keine Hunger. Ich geh ganz kurz ins Bad. Wir reden später noch. Okay. Alles klar. Willst du mich verarschen? Hältst du mich für dumm? Meinst du, ich krieg nicht mit, was du da machst? Willst du einen Keil zwischen uns treiben oder wieso erzählst du dir diese ganze Scheiße? Das ist eine Sache zwischen mir und Leo, okay? Du musst dich nicht einmischen, sie ist eine erwachsene Frau. Halt dich aus meiner Beziehung raus, hörst du? Sonst lebst du mit den Konsequenzen, hast du mich verstanden? Leo? Hm? Ist Kaspar hier zu Hause? Der zieht sich gerade im Bad um. Aber wenn du willst, können wir noch mal kurz reden. Oder wir gehen. Hm? Pass auf, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich dir das erzählen soll oder nicht. Aber Kaspar hat unser Gespräch belauscht und ich muss dir was sagen. Okay. Er hat mich bedroht, Leo. Und der wurde auch handgreiflich. Der hat mich gepackt, weil er meinte. Weil er meinte, wenn du deine Meinung änderst, nur meinetwegen, dann macht er mich fertig. Okay? Und er war richtig psycho drauf. Das war. Kaspar hat dich bedroht? Ja. Und ich hatte voll Angst. Und ich mache mir Angst um dich. Bitte. Was ist los? Bist du da gar nicht im Pool? Nee. Stimmt es, was Paco sagt? Du hast ihn vorhin bedroht? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Ob ich noch ganz richtig sauber ticke? Ich bin einfach sauer, Leonie, okay? Ich bin sauer, weil er dir das mit der Wohnung die ganze Zeit versucht auszureden. Weil er die ganze Zeit versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben. Merkst du das nicht? Der will dir dein Glück kaputt machen. Nicht nur will er dir dein Glück kaputt machen, er versucht es hinter uns zu zerstören. Diese Beziehung ist einfach zum Scheiden verurteilt, genau, okay? Das wird einfach nicht funktionieren. Genau das meine ich und das geht die ganze bitte, Zeit. Du wirst mit deinen Typen nicht zusammen sein. Ich kann dich nicht mehr hören. Du fuckst mich richtig ab, Dicker. Leute, wollt ihr mich verarschen oder was? Wow, du kannst wirklich ein bisschen runterkommen. Ich kann runterkommen? Ihr könnt mich mal in Ruhe lassen mit eurem scheiß Psychoterror die ganze Zeit. Du bist ich, der Psycho hier. Ich bin der Psycho ja, hier. Ja, das bist du. Ich kann keine 5 Meter in dieser Wohnung gehen, ohne dass irgendeiner von euch Affen mich ankackt. Ja, zu Recht. Er schreibt mich an, sie macht mich fertig, du wirfst mir irgendwelche Sachen an den Kopf. Ich wohne mit meiner Tochter hier und ihr macht mir das Leben zur Hölle. Und ihr macht uns alles kaputt. Ich weiß nicht, was ihr ein Problem für mich habt mit mir. Es tut mir leid, wenn ich euch irgendwie auf die Füße getreten bin, aber was habe ich euch getan, dass ihr so gemein seid? Und was haben wir euch getan, dass ihr unser Glück das nicht gönnt? Was soll der Scheiß? Ernsthaft, Leute? Baby, ich habe einfach Angst, dich zu verlieren. Siehst du das nicht? Mann, er hat recht. Warum redet ihr das Ganze schlecht und versucht mir diese Beziehung so kaputt zu machen? Man, ihr seid meine Freunde, ihr solltet auch doch glücklich sein, ja, wenn ich es bin. Wir sind deine Freunde, wir versuchen dich nur zu beschützen, okay? Ja. Du willst mit ihm nicht zusammen sein, der ist aggressiv.
Das wird nicht gut gehen. Bitte, du musst mir glauben. Was erzählst du da die ganze Zeit? Ihr seid diejenigen, die hier das alles kaputt machen, okay? Meine Entscheidung steht. Wir ziehen Montag aus und sind wir weg. Das ist, glaube ich, sowieso das Beste hier gerade für alle. Hier ist ein kleines Kind in der Wohnung. Weil ihr euch verquatscht habt, seid ihr wirklich so dämlich? Ich will Geld von dir. Hier hast du Geld. Und jetzt verpiss dich. Danke. Aber morgen will ich mehr. Dann werde ich jetzt meine Sachen packen. Was? Du gehst hinterher. Was willst du? Au! Den sag, du hast mir zugegeben! Dieser Herr hier, der hat einen Abschluss vom Haus verboten, er weigert sich zu gehen. Ja, das ist mein Ernst. Doch, das ist mein Ernst. Guck mal, was ich bekommen habe hier. Kannst du das lesen? Wohin? Ja, 2000 Euro wegen dieser Party. Ich wollte eben gerade an die Wäsche machen. Bin auf diesen schönen Brief gestoßen.